die Botschaft der Bauchspeicheldrüse verstehen und erkennen. Darüber geht es in diesem Video. Die Bauchspeicheldrüse, der Pankreas, hat im Wesentlichen zwei Funktionen. Erstens, im exokrinen Teil werden etwa 1 bis 3 Liter Verdauungssäfte pro Tag produziert. Sie enthalten aber auch Enzyme, die Katalysatoren sind, da sie die Vorgänge beschleunigen, umformen und entwickeln. Bei Resignation sind wir zu wenig aggressiv und leiden daher unter Enzymmangel. Die fehlende Aggression muss durch ein Enzympräparat ausgeglichen werden. Resignation behindert unsere Entwicklung. Die erforderliche Umformung findet nicht oder ungenügend statt, was sich auf der körperlichen Ebene als Verdauungsstörung zeigt. Emotional drehen wir uns im Kreis und sehen keinen Ausweg oder mobilisieren nicht die erforderliche Kraft. Zweitens, im endokrinen Teil produzieren die Inselzellen das Insulin. Sind diese Inselzellen nicht produktiv genug, führt diese Unterproduktion zu Diabetes. Der Diabetiker wird sauer, da er mit Liebe nicht umgehen kann. Er traut sich nicht, seine Liebe einzugestehen. Seine süßen Wünsche werden verdrängt oder nicht gelebt. Er lebt vom Ersatz. Und so muss auch auf der körperlichen Ebene auch zum Süßstoff greifen, als Ersatz für den Zucker. Ein Leben auf der Ersatzebene. Die Liebe wird nicht angenommen und so wird auch der Zucker über den Urin ausgeschieden. Wer aber nicht genießen kann, wird bald selbst ungenießbar. Daher muss der Diabetiker lernen, sich seine süßen Wünsche einzugestehen, Liebe zu geben und zu nehmen, von der Ersatzebene auf die Ebene der Wirklichkeit zurückzukehren und wirklich wahrhaft zu leben. Bei Problemen mit der Bauchspeicheldrüse will uns das Leben sagen, dass uns das Süße, der Lebensinhalt und die Freude fehlen. Freude ist unser Geburtsrecht. Genieße den Augenblick. Das war mein heutiger Impuls zum Thema die Botschaft der Bauchspeicheldrüse erkennen und verstehen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn gefällt mir. Hinterlasse mir gerne auch einen Kommentar unter diesem Video. Du kannst das Video auch auf Facebook teilen. Abonniere den Kanal, dann bleibst du immer auf den Laufenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Martin.